Hochverehrtes Publikum, liebe kleine Kinder, liebe große Kinder, liebe Mamas, liebe Papas, liebe Omas, liebe Opas, liebe Onkels, liebe Tanten, wir begrüßen euch recht herzlich hier aus dem Galli-Theater in Erfurt. Und heute ist es ja soweit, heute soll der Weihnachtsmann kommen, aber das dauert noch ein paar Stunden und die Zeit bis dahin, die wollen wir euch mit einer kleinen Geschichte versüßen. Und zwar haben wir da ein Büchlein ausgesucht aus dem Galli-Verlag von Johannes Galli. Und zwar das Büchlein, die Geschichte Berthold, der Weihnachtsesel. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Also aufgepasst. Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Pärchen. Sie hieß Maria und war eine schöne junge Frau. Er hieß Josef und war ein starker, junger Mann. Die beiden hatten sich sehr lieb. Und wann immer ein Mann und eine Frau sich lieb haben, bekommen sie ein Kind. Manchmal auch zwei. Und so war es auch in diesem Fall. Maria war schwanger. Aber sie mussten in ihren Geburtsort Bethlehem reisen, weil der Kaiser Augustus alle Menschen in seinem Land zählen wollte. Maria und Josef hatten einen braven Esel. Berthold. Berthold war grau, hatte große Ohren und war ziemlich stark. Eines Tages begann die Reise. Berthold wurde beladen mit einer Satteltasche voller Nahrung. Und zu guter Letzt setzte sich Maria auf seinen Rücken und los ging's. Nach vielen Tagen erreichten sie Bethlehem. Sie waren ganz alleine und niemand half ihnen, eine Unterkunft zu finden. Josef aber tröstete Maria immer wieder, indem er sagte: Wir werden schon jemanden finden, der uns aufnimmt. Aber sie fanden niemanden. Und obendrein war es auch noch Winter und es war bitterkalt. Maria zog ihren schönen blauen Mantel eng um sich, denn sie fror. Josef machte sich immer größere Sorgen, klopfte an den Haustüren und erzählte jedem, dass sie Hilfe bräuchten. Sie bekamen aber keine Hilfe. Manchmal können die Menschen sehr hartherzig sein. Als Josef und Maria innehielten und sich auf eine Bank setzten, begann es zu schneien. Maria weinte. Und nun bekam es auch Josef mit der Angst zu tun. Wo sollte das alles hinführen? Maria hatte sich ihren blauen Mantel über den Kopf gestülpt, damit sie vor dem Schnee geschützt war. Josef sah, wie Maria vor Kälte zitterte und umarmte sie, um sie ein bisschen aufzuwärmen. Dann hatte Berthold eine Idee. Er lief in die dunkle Nacht und suchte Hilfe. Zwei Kinder, ein größerer Junge mit seiner kleineren Schwester, schauten aus dem Fenster ihrer Wohnung und sahen Berthold den Esel. Der konnte einige Kunststückchen, einen Purzelbaum, einen Handstand und er konnte mit seinen Ohren wackeln. Und zwar verschieden. Mit dem rechten Ohr konnte er nach rechts wackeln und mit dem linken Ohr konnte er nach links wackeln. Die Kinder kreischten vor Vergnügen. So einen lustigen Esel hatten sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie rissen das Fenster auf und riefen dem Esel zu:
Hey, wer bist du? Der Esel sagte mit tiefer Stimme: Ia, Ia, ich bin Berthold. Ia. Wenn ihr mir eine Unterkunft für meinen Herren und meinen Herrn zeigt, dürft ihr auf mir reiten. Ia, na? Das ließen sich die beiden Kinder nicht zweimal sagen. Wintermäntel an, Mützen auf, Handschuhe übergestülpt. Und die Kinder rannten hinaus zu Berthold. Der bückte sich und die beiden sprangen auf. Sie hielten sich an der Mähne fest und aufgeregt trabte Berthold aufgeregt zurück zur Bank, wo Maria und Josef saßen. Die beiden Kinder sprangen von Berthold herunter und stellten sich artig vor. Der Junge sprach: Ich heiße Benjamin. Und das Mädchen sagte: Und ich heiße Rebecca. Dann sagte Benjamin ohne Umschweife: Draußen vor der Stadt kennen wir eine Hütte. Es ist die Hütte, in der Schafe Schutz vor dem Schnee suchen. Dann sagte Rebecca: Da gibt es Stroh und man kann sich die Hütte gemütlich einrichten. Wir zeigen euch den Weg, wenn ihr wollt. Maria sagte: Wir nehmen jede Unterkunft. Und sogleich machten sie sich auf den Weg. Benjamin und Rebecca gingen bis zum Stadtrand mit und beschrieben ihnen dann den weiteren Weg. Dann verabschiedeten sie sich und Josef griff in die Satteltasche und reichte den beiden Kindern als Dank eine schöne, lange Mohrrübe. Aber Berthold war der Meinung, dass ihm die Mohrrübe gebühre. Und ehe die Kinder die Mohrrübe annehmen konnten, schnappte Berthold nach der Mohrrübe und kaute sogleich daran. Alle mussten lachen, weil Berthold so gierig aß. Die Kinder streichelten noch den Berthold, er hatte nämlich ein weiches, graues Fell. Und dann liefen sie zurück. Für Berthold, Maria und Josef ging's dann weiter. Berthold trug Maria, Josef ging neben den beiden her. Das Vorwärtskommen war anstrengend und es wurde immer kälter in dieser Schicksalsnacht. Maria, Josef und Berthold waren erleichtert, als aus dem Dunkel der Nacht plötzlich die Hütte auftauchte. Die Tür war nur angelehnt und nicht verschlossen. Sie gingen hinein und da geschah Merkwürdiges. Obwohl sie keine Laterne anzündeten, weil sie keine Kerzen hatten, war es hell in der Hütte. Gleich sahen sie die Strohballen, die an der Seite aufgeschichtet waren. Josef zögerte keinen Augenblick und baute aus den Strohballen eine Lagerstätte. Berthold fing sofort an einem Strohballen herumzuknabbern. Das schmeckte ihm gut. Maria nahm Platz. Josef nahm ihr den Mantel ab, befreite ihn vom Schnee und deckte sie dann mit dem Mantel zu. Dann legte Berthold sich neben Maria, um sie zu wärmen. Die Hütte hatte keine Heizung. Noch während Josef nachdachte, wie er die Hütte aufwärmen könnte, hörte er plötzlich ein Baby schreien. Die Geburt war geglückt. Ein junges, gesundes Kind lag vor Maria. Berthold hauchte das Kind an, damit dieses es schön warm hatte. Maria war sehr erschöpft von der Geburt. Josef legte seinen starken Arm um sie und sie fühlte sich wohlig aufgehoben.
Maria war glücklich, Mutter zu sein, und Josef war glücklicher Vater. Und auch das Kind war glücklich. Jedes Kind ist glücklich, wenn Vater und Mutter sich lieb haben. Und Berthold war ein glücklicher Esel, weil er gebraucht wurde, wegen seines warmen Atems. Da öffnete sich die Stalltür und herein kamen Hirten und viele Schafe und ein Ochse. Es war draußen zu kalt geworden. Die Freude war groß. Sofort umringten die Schafe und der Ochse Maria und Josef, um sie zu wärmen. Tiere haben ein gutes Instinkt und wissen gleich, was zu tun ist. Der Ochse legte sich neben Berthold und stellte sich vor. Ich bin Bruno der Ochse. Berthold sprach sehr wichtig. Ich bin Berthold der Esel. Und ich muss das Kind anhauchen, damit es schön warm wird. Da fragte Bruno mit seiner brummigen Stimme schüchtern. Kann ich auch mithauchen? Großzügig antwortete Berthold. Na gut. Und die beiden freundeten sich an und bliesen ihren warmen Atem auf das Kind. Die Hirten rückten dicht zusammen. So konnte die Kälte ihnen nichts anhaben. Kälte wird nur gefährlich, wenn man einsam ist. Die Schafe zwängten sich zwischen die Hirten und das Fell der Schafe wärmte alle. Alle blickten auf das Kind und sie dachten, dass auch sie einst als kleines, hilfloses, nacktes Kind in die Welt gekommen waren und nichts anderes hatten als die Liebe der Eltern.